Makarov? Du weißt es schon. Nur weil er es so will. Denkst du, er arbeitet für den Kreml? Würde mich nicht überraschen. Ich kenne jemanden, der es wissen könnte. Flieg mich hin. Wohin? Arklov Militärbasis. Die ist schwer bewacht. Kriegst du das hin? Wegen Makarov. Ja, klar. Ich muss rein und wieder raus. Könnte schnell brenzlig werden. Brenzlig ist mein Spezialgebiet. Das ist, was ich befürchte. Und dein Kontakt? Juri Volkov. Juri lässt sich bezahlen? Nie auch nur eine Münze. So ist er. Wann fliegen wir? Jetzt gleich. Watcher Anjenki, habe Blick auf die Basis. Nähere mich jetzt. Verstanden, Watcher. Jetzt wird es ernst. Verhalte dich unauffällig. Werde ich. Okay, ich stecke sie weg. Keine Waffen. Schlau. Schalldämpfer sind für Attentäter. Dies ist eine diplomatische Mission. Ist nicht leicht, ohne Waffe im Anschlag in eine feindliche Basis zu spazieren, aber du hast recht. Ja, und damit willkommen. Juri sollte dir seine Position übermittelt haben. Bestätigt. Arklow-Verwaltungsgebäude. In der Nähe des Hangars. Such nach einer Satellitenschüssel auf dem Dach. Verstanden. Schüssel auf dem Dach. Juris Delegation wird nach ihm suchen. Es wird schnell gehen. Schnell und schmutzig. Keiner von uns kann es sich leisten, aufzufliegen. Ich kenne Arklow gut. Sag mir, was du siehst, dann helfe ich, so gut ich kann. Und damit willkommen in Verdansk. Wer es jetzt wirklich nie erkannt hat, das ist ein Teil von der Verdansk-Karte. Ach, übrigens, ich kenne ja dieses Level schon und es ist wieder so dumm. Man darf ja nicht entdeckt werden. Und wenn man den Leuten zu nahe kommt... Ich muss sie abschütteln. Wurde gesehen, bin unter Beschuss. Dann erschießen die einen einfach. Es ist so dumm. Ja, moin, weil du eine Watcher Frau Anjenki bist. Habe Blick auf die Basis. Nähere mich jetzt. Ob das nicht irgendwie sexistisch ist? Jetzt wird es ernst. Verhalte dich unauffällig. Das hätten sie wahrscheinlich Juri sollte Mann dir seine nicht Position gemacht. Übermittelt haben. Bestätigt. Arklow-Verwaltungsgebäude. In der Nähe des Hangars. Such nach einer Satellitenschüssel auf dem Dach. Verstanden. Schüssel auf dem Dach. Blöde Frauen dürfen nicht in meine Nähe kommen. Ich muss mich besser anpassen. Wenn du neuerst, ist die Kacke am Dampf. Es wird nicht lange dauern, bis sie bemerken, dass Juri weg ist. Sie sind misstrauisch, schnell und schmutzig. Ich laufe nur an denen vorbei und die sagen so, kenne ich gar nicht. Wer ist das? Ich bekomme ungewollte Aufmerksamkeit. Sehe das Verwaltungsgebäude, Nick. Das ist es. Juri ist drinnen. Nick, bin aufgeflogen. Such Deckung, Lass. Bin aufgeflogen. Weg da. Versuch sie abzuschütteln. Da guck mal, ich bin doch einfach nur an die vorbeigelaufen und er schießt einfach. Hä? Ja, moin, ist das so normal in Russland? Schnell und schmutzig. Keiner von uns kann es sich leisten, aufzufliegen. Als ob die in Russland gleich jeden erschießen, nur weil sie an den vorbeilaufen. Ich kenne Arklow gut. Ich helfe so gut ich kann. Nähere mich dem Eingang, Nick. Jetzt musst du reinkommen. Hab ein Problem. Ich brauche eine Schlüsselkarte, um reinzukommen. Gut, dass du eine Spionin bist. Ich klaue einem Offizier die Karte. Jeder, der rein oder rausgeht, muss eine haben. Stimmt. Halte Ausschau nach einem Offizier, der das Gebäude verlässt. Nick, bin aufgeflogen. Wie aufgeflogen? Ich bin raus da, Watcher. Hä?
Oh, warum rot? Warum denn? Ach, der kann man gleich wieder neu starten, weil... Hab ein Problem. Ich brauche eine Schlüsselkarte, um reinzukommen. Vor allem, ich renne doch nur. Ich muss sie abschütteln. Okay, wir merken uns, Rennen ist anscheinend jetzt auch verboten. Genauso wie wenn man ich brauche eine Schlüsselkarte, normal läuft. Um gut, dass du eine Spionin bist. Ich klaue einem Offizier die Karte. Jeder, der rein oder rausgeht, muss eine haben. Sie sehen mich. Wurde gesehen, bin unter Beschuss. Ich wurde noch nicht beeinflusst. Halte Ausschau nach einem Offizier, der das Gebäude verlässt. Hallo. Jetzt ist Alarm an. Es ist so dumm, es... Hallo. Ey, Digga, ich sitze hier wirklich rum, lache über so eine Mission. Es ist so dumm. Ich brauche eine Schlüsselkarte, um reinzukommen. Wurde gesehen, bin unter Beschuss. Bewegung, Laswell, bevor sie die ganze Masse abdunnen. Jetzt ist wieder rot. Ich kann das nicht mehr. Musst du reinkommen? Hab ein Problem. Ich brauche eine Schlüsselkarte, um reinzukommen. Okay, jetzt mal ernst. Musst du dir eine leihen? Ich klaue einem Offizier die Karte. Jeder, der rein oder rausgeht, muss eine haben. Stimmt. Halte Ausschau nach einem Offizier, der das Gebäude verlässt. Ich sehe einen Major rauskommen. Er ist nicht allein. Das ist wohl dein Ziel. Folge ihm und nimm ihm die Schlüsselkarte ab. Hallo, tschüss. So, jetzt verstecken wir uns hier nämlich und jetzt kommt gleich der Offizier rein. Und dann sieht er die Leiche. Oh nein! Mamma mia! Ach nee, wir sind ja in Russland. Der Major geht weg, die Treppe hoch in einem Komplett oder so. Vielleicht erwischst du ihn da alleine. Хорошо. Tschüss. Er ist ausgeschaltet. So. Ziel eliminiert. Hab eine Schlüsselkarte. Er hat sich fürs Team geopfert. Никогда раньше я её не видел. Выглядит незнакомый. Die kann ich nicht. Es musste sein. Das geht auf Makarov, nicht ich. Ich hoffe, was Juri hat, ist es das wert. Bin drin. Lass mal. Juri ist im Lagerraum. Nimm den Gang rechts vom Eingang, da müsste er sein. Hab's. Na endlich. Juri. Watcher, bin beeindruckt, aber nicht überrascht. Probleme? Einige. Kollateralschaden? Ich hoffe, es ist ihr Opfer wert. Hm. Was hast du? FSB-Akten zu Barkows Forschung. Chemische Waffen. Als Soldat war Makarov davon fasziniert. Kann man sie neutralisieren? Ich gebe dir alles, was wir wissen. Wieso? Russland und der Westen werden beide von innen bedroht. Nur zusammen werden wir die Lage in den Griff bekommen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nikolai sehe es sicher genauso. Ein wahrhafter Patriot. Der Kreml steckt nicht hinter den Chemikalien. Trotzdem arbeitet Makarov vielleicht mit Moskau. Es gibt Extremisten in beiden Regierungen. Wiederholen, Bravo. Bravo, ich kann dich kaum hören. Hier ist Sex, hörst du mich? Es sind zwei Raketen unterwegs zur Arklov-Basis. Mit chemischen Sprengköpfen. Wenn du da bist, komm. Vielleicht ein Test. Ist es nicht. Gleich kommt noch eine. Bliert. Wir müssen weg. Man darf uns nicht zusammen sehen. Lass wohl gehen, Dachi. Surprise, Laswell, melde dich. Lebst du noch? Raketenangriff, chemische Sprengköpfe. Geh nach oben. Such einen Deck aufs Dach zur Extraktion. Schade, ich wollte nicht Stiftgas. Bin unterwegs.
Ich komme jetzt hoch, Nick. Bist du alle da? Alle werden vergast. Oh, ich will negativ, wir haben uns getrennt. Er ist Überlebenskünstler, wie du. Ich komme über die Leiter. Voll Bock, das zu sehen. Das Gas steigt. Ich will dir helfen, ich will die Tür aufmachen. Bin fast bei dir, Nick. Bereithalten. Natürlich, Leswell. Beeil dich nur. Leswell, ich sehe dich. Oh, ich mach ganz ruhig. Ganz entspannt. Alles gut? Ja, nichts wie weg hier. Festhalten. Сейчас вам будет подан обед. Горячее вы можете выбрать в меню. Ахел халуэ. Шукран. Sag mal, wird das jetzt hier 9-11 oder was? Alter, geil, der hat mir eine WhatsApp gemacht. Ахел кулши. الربع عيد ميلاد بنتي. Wenn ihr denkt, das wäre jetzt ein Terrorist. Nein. Der hat aber nur eine Kapuze auf, weil er ist gerade Debris. Seine Freundin hat ihn verlassen. Josie Khaled. Bin out of bond. Ana ba'rafek Samara. Int kunti dabit bil ULF. Harabt al-Rus. اي من السنين اسمعي ولا تحكي احنا حنسيطر على الطياره حراس الجو وطاقم الطياره كلهم معانا وانت كمان اوكي عشان نستوب 9/11 نخمه يلا امي Ich kann ihn niederstrecken, aber ja, Bescheid. Ja, okay. Mach dich ab hier. Heute mal kein 9/11. Heute mache ich 9/11. Nein, Spaß. Leute, wir sind keine Terroristen. Aber ich hau ihn trotzdem auf die Fresse. Ey, die hatten Waffen, sorry, ich musste mich ja wehren. Scheiße, noch ein Terrorist. Mann, 9/11 wird doch gemacht. Wir снижаемся, дай мне жилет. Hallo Samara. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Glauben Sie, wer Sie sind? Es geht darum, wer du bist, Samara. Was wird das? Geschichte. Nimm mir das Ding ab, du dreckiger Hurensohn! Was du hier tust, macht eine Heldin aus dir, Samara.
Keiner wird das glauben. Ich bin keine Terroristin. Nein. Du bist eine Soldatin, inspiriert von Farah Karim zum Kampf gegen Russland. Eine Freiheitskämpferin. Du bist Russe. Das Flugzeug ist voller Russen. Wieso tötest du eigene Leute? Nein, ich töte sie nicht. Du tust es. Мы ниже 8000 футов, командир. Лео, урезик, стань не сама. Лейт. Следов не оставлять! Das ist wohl das Schlechtere. No Russian. Ich bin das Telefon, du Bastard! Wir können das stoppen! Bist du Terroristin? Nein! Siehst aus wie eine. Witzig. Hol es dir. Ach, Leute. Mich als Bombenleger darzustellen, wäre jetzt nicht nötig gewesen. Hey! Loslassen! Ich muss an das Telefon! Boah! Alter! Was für ein Dropkick! Oh, Junge. Okay. Ey, alles nur Spaß. Wir erhalten Berichte vom Absturz eines russischen Passagierflugzeugs in den Bergen von Uzbekistan. Wir vermuten, dass der Absturz vorsätzlich verursacht wurde. In einen ungeklärten der für die weiteren Ermittlungen unerlässlich ist, wurde bisher noch Passagierhandys könnten ebenfalls weitere Stunden auf. Nach einem Raketenangriff auf die Arklov Militärbasis. Die Station erlitt erhebliche Verluste durch direkte ähnliche es könnte eine Verbindung zwischen den Vorfällen bestehen. Terrorismus jedweder Art nicht laufen. Die Lage war nicht mehr so angespannt.